Treue 48.1 Zuschauer werden dieses epische Szenario wiedererkennen. Und zwar ist dieses Jahr wieder Musikkonvoi. Musikkonvoi 2017. Letztes Jahr waren wir unzählige Male dabei. Jeden Tag im Oktober von 9. bis zum 20. Oktober, keine Ahnung, 11 Tage lang waren wir dabei. Moin Moin, mein Name ist Simon und ich begrüße euch. Moin Moin, ich bin Marco von 48.1 und wir sind heute hier in Nottuln auf dem Kirchplatz. Heute sind wir in Olfen. Heute sind wir in Oelde. Es gibt heute auch wieder unglaublich gute Bands zu sehen. Wir sind hier beim Musikkonvoi 2016. Wir sind hier im Kinderhaus. We can pretend it all the time. Einen kleinen Truck tippen wir. Dann muss ich das jetzt gleich einziehen lassen. Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. So come on, let it go, just let it be. Why don't you? Ich zieh die äußere Seite meiner Lippen hoch, versuch zu lächeln, doch das Fleisch meiner Muskeln. Love the way you call me, baby. And you take me the way I am. Dieses Jahr starten wir wieder ein Kinderhaus, aber wir sind heute, ich glaube, nur bei einem von zwei Malen dabei. Trotzdem werden wir hier mal schauen, was dieses Jahr so abgeht, hier in diesem schönen Kinderhaus, was das Musikkonvoi ist und was sich verändert hat. Naja, wir haben jetzt erstmal aufgebaut und haben ein bisschen anderen Platz gewählt als beim letzten Mal und sind eigentlich jetzt gespannt darauf, wie aus den Workshops die Jugendlichen kommen und dann auf die Bühne gehen. Also mit dem Musikkonvoi fahren wir gezielt Jugendzentren an oder Einrichtungen der offenen Jugendarbeit und machen mit denen zusammen im Vorfeld schon auch die Planung und den Aufbau. Der Musikkonvoi kommt aus den 80er Jahren vom WDR und in der Form greifen wir das eigentlich als Konzept auf, dass wir sagen, wir fahren mit einer mobilen Bühne durch die Gegend und bringen dort Bühne hin, wo sie sonst etwa nicht ist oder jedenfalls nicht in der Form für Jugendliche. Ich bin ein Albaner, mein Lieblingsfußballspieler ist Ronaldo und Christoph Kramer. Ja. Ich rappe über Kinder aus, ja. Das ist mein Ding, ja. Ich rappe gerade, ja. Hört wie das Ding. Ja. Wir haben jetzt auch das insofern geändert, dass wir nicht mehr so ein großes Programm von unterschiedlichen Bands haben, die wir vorher festlegen im Programm, sondern wir machen eine Impro-Bühne eigentlich, wo die draufkommen und performen, singen, tanzen oder eben rappen. Nur noch zu euch reden, das ist mein Leben, mein Kopf, mein Herz, mein Schmerz, meine Gedanken, nur noch endless. Scheiß auf alles, was wir meinen, scheiß auf alles, was wir reinen, scheiß auf jeden, der was gegen uns hat. Was ist das hier? Das hier ist erstmal Chaos, auf jeden Fall. Das zweite ist, das ist eigentlich Workshop. Ist ein Workshop, der sich Hip Hop Ray nennt. Ist fusioniert mit dem Musikkonvoi. Und wie ist das ganze Feedback jetzt? Wie finden das die Teilnehmer? Wie findest du das? Ja, also ich finde es gut, dass so viele Kinder mitmachen und ich finde, es macht Spaß. Wie findest du das? Also ich finde das sehr, sehr gut, was Kiffert mit uns macht. Also der lernt uns, wie man rappt, wie man so Songtext macht. Also das finde ich richtig gut von Kiffert und ich freue mich, dass richtig viele da drin sind. Inhalt des Workshops ist in allererster Linie, dass die Kinder erstmal, oder die Teilnehmer so gesagt, dass die erstmal konfrontiert werden mit der Realität, sprich mit sich selber. Und wir dadurch auch herauskristallisieren, wo Defizite sind oder wo besondere Fähigkeiten drin sind. Besonders Leute, die jetzt im sozialen
Brennpunktleben oder die, ich sag mal, einen harten Hintergrund haben. Ja? Und bei denen ist es genau so rum, dass wir halt Hip-Hop als Werkzeug nehmen, um, wie gesagt, Probleme zu lösen.